Erstmals in ihrer Geschichte fanden die deutschen 10 Kilometer Straßenlaufmeisterschaften am Sonntag in Saarbrücken statt. Ähnlich wie bei den Männern gab es auch im Rennen der Frauen zwei große Favoritinnen. Eine davon Eva Dieterich, die als Jahresschnellste über die 10 Kilometer Distanz nach Saarbrücken gereist war. Aber auch Sarah Benfares, die EM-12. Über 5000 Meter, durfte sich berechtigte Hoffnungen auf den Titel bei ihrem Heimspiel machen. Und so kam es auch, dass beide Athletinnen früh an die Spitze liefen. Zusammen mit Hindernisspezialistin Elena Burkhardt bildeten sie erst einmal ein Trio. Burkhardt konnte das Tempo jedoch nicht dauerhaft halten. Am Ende sollte sie Fünfte werden. Innerhalb des neu entstandenen Duos konnte sich Sarah Benfares zwischenzeitlich zwar etwas von ihrer Konkurrentin lösen, doch Eva Dieterich konnte die entstandene Lücke kurz darauf wieder schließen. Die 5-Kilometer-Marke erreichte das Führungsduo nach 16 Minuten 15. In der dritten Runde erarbeitete sich Eva Dieterich schließlich einen kleinen Vorsprung, der aber ebenfalls nur von kurzer Dauer sein sollte. Sarah Benfares ließ sich nicht abschütteln. Meter vor dem Ziel attackierte die Rehlingerin schließlich und erarbeitete sich einen Vorsprung von knapp 15 Metern. Doch Eva Dieterich steckte nicht auf, sodass es zu einem hochdramatischen Finish kam. Und Eva Dieterich, die dritte der deutschen Meisterschaft über 10.000. Bundesrennen, ich wage keine Prognose, beide sind gleichzeitig mit der in den Deutschlandfarben geschmückten mit dem Ziel beim Nils-Ziegelauf in einer Zeit von knapp über 32:30. Tolle Zeit hinten aus, richtig schnell. Aber wer war vor uns, ich glaube, also ich frage mal den Adi Zahn, der ist Bundestrainer, der war ja hier im Ziel. Adi, kannst du sagen? Ich leg mich da nicht fest. Und erst wenige Minuten später sollte feststehen, beide Athletinnen dürfen sich über den geteilten deutschen Meistertitel freuen. Den dritten Platz belegte die U20-Siegerin des vergangenen Jahres, Blanka Dörfel. Blanka Dörfel holt sich Bronze. Und auf Platz 4 mit der grünen Startnummer, die 692, das ist die Tanja Neubert. Und auf Platz 5 Elena Burkhardt. Mit deinem Fuß auf der Linie, ist es schon über der Linie drüber. Ja. Das ist eine gute Entscheidung jetzt, dass wir uns den Sieg teilen. Ich denke, können wir jetzt beide mit zufrieden sein. Ja, die Sarah ist ja schon irgendwie nach der ersten Runde immer weggegangen. Da ist es dann ein bisschen hart geworden, weil wir dann beide so für uns gelaufen sind und ich halt irgendwie die Lücke wieder zulaufen musste. Aber ich habe eigentlich die ganze Zeit über gemerkt, dass ich mich gut gefühlt habe und dann bin ich immer wieder an Sarah rangekommen. Ja, und dann hinten raus wurde es echt hart, als dann Sarah irgendwann weggezogen ist. Da dachte ich schon, jetzt ist es vorbei. Und dann habe ich aber irgendwie die Zielkarte gesehen und habe doch mal noch Kraft gehabt, da einen Zielsprint zu machen. Das ist richtig schön, es war ein Heimspiel und ich bin glücklich, dass ich hier gestartet haben kann. Und es war eine lange, anstrengende Saison für mich, emotional und physisch sehr anstrengend. Und dass ich sie so enden kann,
ist es einfach perfekt. Ich war sehr gut und habe ein bisschen zu harte Attacke gegeben, habe dann ein bisschen gelitten und bin dran geblieben an Eva und dann habe ich in den letzten 500 alles gegeben. Das Rennen war schon doch sehr hart die letzte Runde, aber ja, ich hätte doch eigentlich ein bisschen mehr Zeit geliefert. Ich glaube, bin ich 33:27 oder so gelaufen? Ich weiß es nicht, aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich denke, nächstes Mal ist mehr drin. Und ja, Bronze, ja, bin ich eigentlich zufrieden. Also kann man nicht meckern. Der geteilte deutsche Meistertitel geht jeweils mit 32:29 an Sarah Menfares vom LC Rehling und an Eva Dieterich vom Laufteam Kassel.